Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Marvel's Avengers. Hier ist euer Don. Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er jetzt ist. Nie davon gehört. Er will wirklich nicht gefunden werden. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. So, willkommen zurück. Wir gehen hier auf eine weitere Mission zu. Zwar. Geht es hier um den Hausbesuch? Wir gehen Tony Stark aufsuchen und werden ihn bitten, wieder hier einzusteigen. Für eine schicke Zugbrücke. Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Denkst du, du kommst darüber? Durch die Felsen komme ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. Weg mit diesem Zeug. Wollte ich schon sagen, das ist zu weit, aber hier ist ein Ast. Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja, gute Idee. Wie du willst. Mal sehen, ob das klappt. Mehr Steine? Kein Problem. Bist du okay? Alles gut. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen?
Na klar, du schaffst den Sprung. Ist diesmal nur ein bisschen weiter. Okay, es gab hier noch eine... Ich warte noch auf die Brücke, Kamala. Noch eine Kiste hier. Das ist wirklich ein weiter Sprung. Geschafft! Sie steckt irgendwo fest. Oh, klemmt sie? Moment, ich glaube, ich hab's. Tada! Hiermit dürfen wir Sir Starks schickes Schloss betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Ja, wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner... Top 5 Hintern-Tret-Lieder? Doch, die gute alte Nummer 4. Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Wohl kaum. Nicht sein. Bringen wir es hinter uns. Also Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh. Lange 5 Jahre. ist echt ruhig hier. Das war es. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi, tut mir leid. Wer bist du? Kamala. Gut, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdiene das. Ja, verdammt richtig, du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaftlich... Es war ein Überfall, Bruce. Nein, wir wurden nein. Reingelegt. Der Terrigen-Reaktor war instabil und das wusstest du. Du wusstest es und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm.
Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey, nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich habe diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Talton kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja, und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Eine Liste. Woher hast du das? Ich habe dein Passwort auf einem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Ich dachte, ich hätte es geändert. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor ihm gewarnt worden wäre. Wirklich, Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay, ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja. Vielleicht irgendwie. Mal sehen. Entschuldigt, ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Okay, so jetzt dürfen wir als Tony Stark. Ich muss mich beeilen. Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Ah, verdammt! Tja, anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Sie haben dich gefunden, Bruce. Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ur-Omas Flugmaschine. Immer noch wunderschön.
Im Gegensatz zu ihr. Ab in die Luft. Neue Partygäste. Oh, hey Leute. Zeiten. Ich brauche einen Helm. Abkürzung. Helm müsste hinter der Wand da sein. Ich muss mich fertig anziehen. Okay, hier muss er irgendwo sein. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Sie waren schon immer ein Freund großer Auftritte, Stark. Wie war meiner? Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlen, Tal. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiegel. Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Mr. Stark. War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Das Mädchen braucht unsere Hilfe. Also, auf mich wird sie festgezogen. Inhumans sind krank und brauchen Behandlung. Glaubt diesen Mist irgendjemand? Steuert halten diese Maschinen. Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammenzusehen. Naja, Brucey und ich haben eine Paartherapeutin. Ist toll. Klein, gelenkig, kann richtig gut Passwörter erraten. Mich herabgeblickt. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Technokinese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge.
aus der Luft. Bleib nah beim Hulk. So nah, wie er dich lässt. Nein, ich schaff das. Pass auf. Moment, du bist noch nicht bereit für... Oder vielleicht doch. Immer die Schwachen gefährden. Sie lernen es nie. Schwach? Brauchst du deshalb eine ganze Armee für sie? Genau. Eigentlich ist das ein Kompliment. Du gefällst mir jede Sekunde besser. Die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern. Sie ergreifen Partei in einem Kampf, den sie nicht verstehen. Ich habe mich vor 5 Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das Mädchen. Dann können Sie und Ben. Das wollte ich auch gerade sagen. Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Synthoids waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht. Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit. Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen, könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen. Sind Sie endlich fertig? Was? Einige Monate schlug der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen George, worden. Wir brauchen ihn. Entschuldigung, weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie. Bitte.